So, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ich werde euch heute erklären, wie man Customized Proton-Versionen in Steam reinbekommt. So, nachdem der Bildschirm hier ja etwas klein ist, switchen wir dafür mal auf den anderen Monitor, der vielleicht ein bisschen besser sichtbar ist. So, außerdem kann ich in der bei der Gelegenheit hier auch noch ein kleines bisschen aufräumen, denn wenn ich euch zeigen möchte, wie das Ganze funktioniert, sollte ich auch vielleicht mal dafür sorgen, naja, dass das, was ich da reinschmeißen will, nicht schon vorhanden ist. So, von daher können wir direkt mal, ja, loslegen. So, dazu mache ich einmal Steam auf, um euch zeigen, was ich eigentlich meine. Also, Proton ist im Endeffekt eine, ja, ich soll es klären, eine Kompatibilitätsschicht, mit der man unter Linux Windows-Spiele spielen kann. Wer Steam oder Steam benutzt unter Linux oder wer ein Steam Deck hat, der weiß, was damit gemeint ist. Proton ist im Endeffekt dafür da, dass ihr Windows-Spiele ohne, ja, Probleme auf Linux spielen könnt, ohne dass ihr Windows benötigt. Warum sollte man das tun? Warum sollte man es benutzen? Muss man nicht. Man kann auch weiterhin Windows benutzen, ausspioniert werden, weiterhin ein Betriebssystem benutzen, das einem ja mehr oder weniger die Fähigkeit abspricht, selbst seine Sachen zu machen. Oder man benutzt ein Betriebssystem, das diesen ganzen Spaß eben nicht macht, weniger Ressourcen frisst, einen nicht permanent überwacht. Die Diskussion zum Thema Windows versus Linux ist hier, glaube ich, auch etwas falsch. So, aber wie dem auch sei, es geht darum, Proton, also generell Spiele unter Linux zu spielen. Darum natürlich auch diese Videos immer wieder mal von mir. Aber gehen wir doch mal um das, was, darum, wo es eigentlich geht. Und zwar haben wir unter Kompatibilität in Steam Linux hier verschiedene, ja, Versionen von Proton. Es gibt einmal die Versionen, die von Valve direkt rausgegeben werden. Die sind eben Proton Experimental und Proton Plus Version. Das sind sozusagen die Standardversionen, die bei der Installation von Steam dabei sind, die man sich gelegentlich, die auch automatisch runtergeladen, automatisch aktualisiert werden, wenn es ein neues Update gibt, die eigentlich einwandfrei funktionieren. Die Proton Glorious Aggro-Versionen, die ich zum Beispiel benutze, haben den Vorteil, bei manchen Spielen haben sie einfach eine bessere Performance. Es gibt Optimierungen, Fehlerbehebungen, Fehlerbereinigungen, die bei manchen Spielen, nicht bei allen, besser funktionieren. Während das auch dazu führen kann, dass bei anderen Spielen beispielsweise die GE-Versionen eine schlechtere Performance haben, es instabiler wird oder es teilweise gar nicht mehr läuft. Also wie gesagt, es ist immer ein Für und ein Wider. Für die Spiele, die ich meistens spiele, habe ich gemerkt, dass die Glorious Aggro-Versionen halt einfach besser funktionieren. Aber das Ganze kann man sich selbst auch gerne mal auf der Proton-Datenbank angucken. Das ist die protondb.com. Man sieht hier auch schon, protondb ist mit dem Steam Deck zum Beispiel sehr gut verbandelt. Eines der Spiele, die ich immer sehr gerne spiele, ist zum Beispiel Killing Floor 2. Und hier sieht man dann schon, es gibt hier Leute, die gerne mal eine etwas abgewandelte Version von Proton benutzen. Hier zum Beispiel die Steam-eigenen Versionen. Allerdings gibt es auch Leute, die wirklich hier Proton GE verwenden und teilweise eben auch schreiben, hey, es gibt bessere oder schlechtere Versionen oder Möglichkeiten da, vielleicht noch was rauszuholen. Es wird instabiler, es wird besser. Also wie gesagt, kann man hier auf ProtonDB ganz selbst mal nachlesen. So, aber wie kriege ich das jetzt hier rein? Ihr habt es, glaube ich, vorhin schon gesehen. Ich habe bei mir bei Killing Floor, gibt es hier schon ein paar Glorious Aggro-Versionen, die ich drin habe. Ich mache im Regelfall immer jeweils die neueste Version der aktuellen, jeweils die neueste, das neueste Release einer Version. Deswegen 5.21, 6.21, 7.18. Hier sind wir mittlerweile weiter. Deswegen werde ich jetzt zeigen, wie wir das Ganze installieren. Und zwar geht ihr auf die Suchmaschine eurer Wahl und sucht mal nach Proton Glorious Aggro, Proton GE zum Beispiel. So, und dann kommt ihr hier direkt auf GitHub. Glorious, Proton GB,
Custom und so weiter. Hier scrollen wir runter, bis wir die Releases haben. Ich persönlich bevorzuge Native und eben nicht die Flatpak-Version, einfach aus dem Grund, ich nutze diese Proton-Versionen nicht nur in Steam, sondern auch in Lutris. Dazu mache ich gleich noch ein Video oder beziehungsweise dafür mache ich noch ein zweites Video, was Lutris eigentlich ist, ist im Endeffekt Spiele ohne Steam und trotzdem Proton. Und hier haben wir dann die Releases-Page. Also wir können mal kurz durchgehen. Wir laden uns die Proton-Version runter. Wenn es einen bestimmten Ordner nicht gibt, werden wir ihn erstellen. Da kopieren wir im Endeffekt das Zeug rein, starten Steam neu und ja, haben Spaß mehr oder weniger. So, also. Hier haben wir unseren Download, nachdem ich schon runtergeladen habe, lade ich jetzt nicht noch ein zweites Mal runter. Aber wenn wir es haben, müssen wir einen Ordner erstellen. Und zwar gehen wir dazu einmal hier in unseren persönlichen Ordner, sagen dann hier .steam. Hier haben wir den Ordner root und diesen Ordner hier, den müssen wir erstellen, compatibilitytools.d. Und da entpacken wir einfach unser Glorious Aggro Release rein, das eigentlich auch sehr schnell geht. So, dann packen wir das Ganze da rein. Und sobald es fertig ist, haben wir hier auch unsere neue Version. So, jetzt einfach Steam einfach einmal beenden und nochmal starten. Man sollte es vielleicht auch erst starten, nachdem man es richtig beendet hat. So, und prinzipiell haben wir jetzt, wenn wir auf die Kompatibilitätsliste gehen, hier die neueste Version drin. So, das war's eigentlich schon. Da könnt ihr beliebige Versionen reinschmeißen. Ihr könnt unter anderem auch neue Standards setzen. Das heißt, ihr könnt generell sagen, wir möchten gerne generell immer eine neue Version von Steam Aggro instead of Experimental benutzen. Wie gesagt, prinzipiell ist es völlig egal. Probiert aus, was für euch am besten läuft. Guckt auf die Proton.db und vor allem könnt ihr auch gerne mal die Release-Daten von den einzelnen Proton-Versionen durchlesen. Da wird auch immer schön erwähnt, was läuft besser, was läuft schlechter, was wurde verbessert, welche Fehler wurden behoben und so weiter und so fort. Also, wie gesagt, funktionieren sollte es eigentlich. Das können wir jetzt auch noch gerne mal probieren. Ich habe jetzt hier bei Killing Floor die neueste Proton-Version eingestellt. Sollte eigentlich ohne Schwierigkeiten funktionieren. Dazu muss ich jetzt allerdings wieder zurück auf den großen Desktop. So, wir sehen ja, es lädt noch. Es dauert halt immer ein kleines bisschen länger, aber nur minimal. Und nachdem wir jetzt eine neue Proton-Version haben, kam jetzt auch direkt mal wieder die Vulkan Shader. Der erste Start dauert normalerweise immer ein kleines bisschen länger als gewohnt. Ich mag den Vorführeffekt. Aber wir sehen, tut sich was. Das ist übrigens normal, dass der hier so ein bisschen hängt. Also, dass er sich nicht aufgehängt hat, erkennt man daran, ich kann hier raustappen. Also das Spiel lädt tatsächlich noch. So. Man sieht 144 Frames. Sollte eigentlich alles kein Problem sein. Bevor ich jetzt mal auf den Server gehe, mache ich hier mal eine kurze Solo-Runde. Oh, was nehmen wir denn? Bioverfall, Biotika-Labor, irgendwas zum Testen. Kann man eigentlich alles nehmen, ist eigentlich völlig egal.
Vielleicht nicht gerade Hölle auf Erden. Ich will ja eigentlich nur mal, wie gesagt, kurz reingucken. Wie gesagt, dass es beim ersten Start mit einer neuen Proton-Version ein bisschen länger dauert, ist eigentlich normal. Einfach aus dem Grund, weil, naja, es müssen bestimmte Caches wieder gefüllt werden, es müssen manche Dinge neu berechnet werden. Aber wir sehen, ihr seid hier, um die Sätze zu erledigen. Und hier kommen eure ersten Ziele. Auf, auf. So. Also, funktioniert. So, jetzt kläre ich euch noch ein kleines bisschen über Lutris auf, allerdings in einem zweiten Video. Von daher, ja, so installiert ihr eine Custom Proton-Version und wählt sie in Steam aus.